Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rival Stars. So, weiter geht es hier im Text. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wo ich stehen geblieben bin, weil ich doch einiges im Voraus aufgenommen hatte. Und jetzt muss ich erstmal wieder schauen. Also, ich weiß, dass wir hier unsere wunderschöne Lovely Legend in den Shop gepackt hatten und ich jetzt auf sie sparen möchte. Lass uns erstmal gucken, kurz, was die täglichen Ziele sind. Bevorzugte Fähigkeiten hinten, Beschleunigung dreimal, okay. Ja, das sollte eigentlich alles relativ easy möglich sein. Wir sammeln erstmal hier unsere Einkünfte ein, das ist mittlerweile schon relativ viel. Hier 107.000, sehr, sehr gut. So, und jetzt schauen wir mal, wir haben ein neues Fohlen. Haben wir ein neues Fohlen oder haben wir zwei neue Fohlen? Wir haben auf jeden Fall keine Box frei. Scheiße! Ja, Doomdash hat ein Fohlen bekommen und Midnight Feeling hat auch ein Fohlen bekommen. Jetzt müssen wir nur mal schauen. Hier hatte ich ja immer noch auf... Sie bleibt aber sowas von... Oh, können wir noch Boxen hinzufügen? Nee, ne? Oh, wir müssen... Ach doch! Ich konnte noch eine Box bauen. Ja, wie nice ist das denn? Ja, cool und so. Na du? Ach Gott, ich brauche mal einen anderen Namen für sie. Der Name, der geht gar nicht. So, überspringen zur Stute. Würde ich jetzt sagen. Oh, wir haben endlich ein Palomino gezüchtet. Ich glaube es nicht. Oh, Leute, das macht mich so froh. Das macht mich so froh. Cookie finde ich süß, aber ich möchte einen anderen Namen ändern. Lass uns mal gucken, was wir sonst noch so haben. Ach Gott, ist das cool, toll, wie auch immer. Oh mein Gott, oh mein Gott. Flaming Fantasy, auch ein cooler Name. Geht sie, Cookie? See Cookie. Klingt ein bisschen doof, aber ich finde den Namen toll für sie. Oh mein Gott, 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 wir haben ein Palominochen. Aus wem hatte ich sie denn nochmal gezogen? Doomdash und Present Purpose. Ja, guck. Interessant, aus was man hier so ein Palomino rausbekommt. Dann kann ich tatsächlich Infinity Glitter verkaufen. Ihr habt euch aber gewünscht, dass ich aus Present Popcorn war das, glaube ich. Oder was aus Present Purpose? Nee, ich glaube, ihr habt gesagt, aus Present Purpose und Infinity Glitter ein Fohlen ziehen soll. Das habt ihr euch gewünscht. Das haben sich ein paar, glaube ich, sogar regelmäßig gewünscht. Und deswegen können wir das ja mal noch machen, bevor wir Infinity Glitter weggeben. So. Infinity Glitter ist Stufe 6 und da gucken wir jetzt mal. Hier Present Purpose. Sogar 45%ige Chance auf ein Stufe 7 Pferd. Und das machen wir jetzt mal. Das sehen wir dann in der nächsten Folge, was da für ein Fohlen bei rumkommt. Tja. Es tut mir leid, aber ich werde Fantastic Flurry verkaufen. Einige werden mich dafür hassen, aber ich brauche den Platz, je nachdem, was Infinity Glitters Fohlen wird. Wir haben ja auch noch das Fohlen jetzt von Midnight. Also das ist... war leider nötig. So, Midnights Fohlen. Oh, hat der leichte Deppels? Ja, der hat Deppels! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, der hat Deppels! Ah, cool. 59 Sprint, Energie und Beschleunigung. Nicht der schnellste, aber gut in Sprint, Energie und Beschleunigung. Definitiv. Wir können ihn aber auch mal noch ein bisschen versorgen. Muddy Crystal. Curtain Crunch. Curtain Crunch. Ach nee, Curtain Crunch. Ach, ja, Gardinen Crunch. Wer kennt's nicht? Sun Snow. Geht Blinding Sun, aber das passt nicht zu der Fellfarbe.
Secret Amethyst. Ah, Amethyst passt jetzt auch nicht. Secret Crunch fände ich aber ganz süß. Das geht nicht. Warum? Secret Crush. Das geht. Was doch nicht Crunch, was doch Crush. Crush, Secret Crush, ganz ehrlich, das finde ich aber auch mega cool. So, die heimliche Liebe quasi. Finde ich mega gut, den Namen. Und der hat einfach Deppels. Ich glaub's nicht. Ah! Ich freue mich. Ach, schön, 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 schön. Ah, und wir haben nicht mehr das richtige Futter. Ach, richtig cool. So, wir haben was Storymäßiges abgeschlossen. Bald gehen wir in Lincoln Abbey an den Start. Wir brauchen das richtige Pferd dafür. Züchte oder kaufe ein Pferd mit einer Mittelgeläuf-Vorliebe. Sehr schön. Was denkst du, Francis? Haben wir mit diesem hier eine Chance? Darauf kannst du Gift nehmen, wie du sagen würdest. Du bist echt zum Schießen. Ja, besser nicht, besser nicht. So, Geschwindigkeit, Sprint, Energie und Beschleunigung bis Level 26 trainieren. Und wir müssen noch ein Pferd auf Sprintenergie 29 trainieren und mit Sprintenergie 135 oder höher verkaufen. Das ist wieder so eine Sache, das tut dann schon wieder weh, weil da muss ich wieder ein Pferd verkaufen, was ich eigentlich nicht verkaufen mag. Ja, müssen wir mal gucken, mit wem wir das eventuell machen könnten. Healing Flash, Heartbeep, ich weiß es noch nicht genau. Wir haben eigentlich hier mit Doom Dash haben wir ein gutes Stufe 7 Pferd. Wir haben jetzt auch noch einen guten Stufe 7 Hengst. Dann haben wir Hengst und Stute auf 7. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Von daher müssen wir mal schauen, wer uns verlassen wird. Metaphor Smile ist zwar auch sehr, sehr hübsch, aber gucken wir mal. Warte mal, das Pferd würde ich jetzt ganz gerne mal besuchen. Simple Experience. Ich würde ja gerne noch so einen Fleckenpudding züchten. Deswegen wollte ich den ganz gerne noch behalten. Nebula Cosmos. Mit der haben wir auch noch nicht so viel gemacht. Feeling Flash. Dann würde ich den verkaufen, würde ich den tatsächlich, glaube ich, trainieren und dann verkaufen. Weil Feeling Flash ist jetzt auf der gleichen Stufe wie der neue Hengst, den wir haben. Aber er hat etwas schlechtere Werte. Und wenn wir ja den anderen Hengst dann auch noch jetzt füttern, dann wird er ja nochmal besser. Also wir sollten definitiv ihn hier dann trainieren und ihn verkaufen, dass wir damit das abgeschlossen haben. Wobei das vielleicht auch bei einem Stufe 6 Pferd schon reicht. Das könnte auch sein. Ich weiß es nicht, auf welchen maximalen Wert man die trainieren kann. Ich muss gleich mal eben gucken. Es wird eine Folge, wo wir sehr, sehr viel taktisch planen, vermute ich fast. Lass uns mal ganz kurz in den Stall gucken. So, wir haben auch noch neue Sachen am Markt. Nichts, was wir an Futter bräuchten. Beschleunigung trainieren haben wir abgeschlossen. So, lass uns mal ganz kurz im Stall gucken. Wir haben Painted Rose. Das würde reichen. Ja, ein Stufe 6er Pferd reicht. Spooky reicht nicht. Infinity Glitter könnte reichen. Dann sollten wir es mit Infinity Glitter machen, tatsächlich. Dann sollten wir Infinity Glitter für diese Aufgabe leveln. Weil die wollte ich dann ja sowieso verkaufen, da wir jetzt unser neues Palominochen bekommen haben hier. Doom Dash, für die würde ich auch gerne mal noch ein schönes Outfit aussuchen. Oh, toll. Die ist so, so, so schick hier. Anpassung. Da ist sie. Da ist sie, die Dumi. Wollen wir da vielleicht hellere Sachen draufpacken hier? Helleres Zaumzeug und so. Sowas hier eventuell. Das hier oder das.
Das würde zum Sattel passen. Aber das hier finde ich generell so süß. Nee, ich glaube, wir nehmen hier mal das. Dann ist nur die Frage, boah, ich muss aber was trinken. Was für eine Decke. Das hier können wir zu Weihnachten machen, weil ich will nichts, was Ton in Ton ist. Das hier finde ich eigentlich schon ganz hübsch. Machen wir mal. Wir haben ja relativ viel Geld. So, ihr Lieben. Aber das war's dann für die heutige Folge. Wir werden beim nächsten Mal weiter unser kleines Fohlen hier versorgen, was hier fröhlich auf der Wiese rumspringt, und auch ein neues Fohlen abholen. Eure Wunschzucht ist dann nämlich ready. Also auf gar keinen Fall verpassen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!